Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch im Turm des Mondaufgangs, haben unseren ersten Kampf erfolgreich in der letzten Folge gemeistert und werden jetzt hier mal weiter vordringen. Jahira hat sich uns ja angeschlossen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ja. Schauen wir mal. Wollen wir jetzt erstmal noch hier alles durchsuchen, ist die Frage. Odin, übernimm du mal die Führung. Schau mal. Was sagt denn überhaupt das Journal? Die Türme des Mondaufgangs stehen unter Belagerung. Ja, das ist Zeit. Wir haben die Türme. Ja, okay, nichts Neues, alles klar. Lass uns mal ein bisschen hier umschauen. I'll give it a shot. Was ist das denn hier eigentlich? Okay, hier war das eine, wo wir schon mal auch waren. Hier gibt es auch nichts, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Warte mal. Trank der Engelspause, der Blutkrieg, Drogift. Diese Sachen nehmen wir, glaube ich, auch mal schön mit hier. Der Truhe, schauen wir auch mal rein. Ja, okay, und welche Zutaten? So, okay, was haben wir hier? Loot, 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 überall ist Loot. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Speichern wir zwischendurch. Nicht, dass uns hier irgendeine böse Überraschung erwartet. Hier sind wir irgendwo hier draußen. Stahlklaue. Ist denn Stahlklaue, um Himmels Willen? Was hier rein? Kommen wir nur hier raus, ne? Ja, okay. Dann lass uns mal das Essen mitnehmen. Wir werden, glaube ich, auch mal mit Stahlklaue gleich reden. Vielleicht hat die gute Katze hier irgendwelche besonderen Infos für uns. Ganze Essen nehmen wir auf jeden Fall mit fürs Lager. Kann nicht schaden. So. Das hier, na komm, nimm mit. Danke. So, dann, oh warte mal, hier ist auch noch was. Müssen wir uns schon wieder so einen Trank gönnen. Mit Tieren sprechen, Trank. Hier reinschauen. Okay. So, wollen wir mal speichern kurz. Mal in das Beutelchen hier schauen. Wo haben wir denn den guten Trank? Ja, hier. Stapel teilen. Nee. Speichern. Ganz kurz. So, dann Mieze. Sag uns mal, was abgeht. Something's on my mind. These are the stalking grounds of Steelclaw, Furless One. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Okay. Der Turm ist gerade nicht sicher. Vielleicht solltet ihr lieber gehen. You may run with your tail between your legs. But I fear no man nor beast, particularly cowards who hide behind magic. Okay, okay. Entschuldigung, ihr heißt Stahlklaue? It is a name I earned through bloodshed and death. Unfortunately,
the more ignorant here refuse to use it. Fluffers, they call me. Idiots. Hm? Kriechzeug, man nennt sie Larven. Their name matters not. Merely their demise. Hm. I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many and will butcher many more. But this one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Interessante Katze. Viel Glück bei der Jagdstahlklaue. Oder nee, warte mal. Ihr wisst, dass diese Larve tot ist? Lies, it merely pretends. But I'm a patient hunter. I will wait for it to stir, and then I will strike. Now I must return to my prey. It has been too long since it felt the bite of fear. Okay. Alles klar. Interessant. Würde ich gern. Quiet! Okay. Wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass wir verpasst, wie sie um Gnade willen sind. Das wäre ja dramatisch. So, gut. Dann mal hier wieder rein zurück. Wir können doch mal hier reingehen. Aber dann kommen wir, glaube ich, nur in den Dingsraum. Oh Gott, ich bin wieder ein bisschen müde, ne? Jojojojojoj. Dann schauen wir uns mal nach rechts hier um. Bevor wir dann weiter hochgehen. Hm, was ist hier passiert? Da ist irgendwer runter. Okay. Da wurde irgendwer runtergeschleift. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas von Belang? Nicht wirklich. Vielleicht in der Truhe. Ja, warum nicht? Und ganz nützlich. Können wir hier in den Schrank schauen? Naja, wir geben es mal Karlach. Okay, hier kommen wir nur raus. Hier sieht es mir aber auch relativ leer aus. Dann lass uns mal in den Keller gehen. Ich finde diese Bilder ganz cool eigentlich hier. Gut, ab in den Keller. Speichern. Gatherick will not wait on. Was? Todeshirte. Ganz kleinen Moment, bitte. Todeshirte. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Was hat sie gesagt? Dass er nicht auf uns warten wird. Ist es vielleicht keine gute Idee, reinzugehen? So, was sagt sie jetzt? Gar nicht. Sie ist weggegangen, ne? Nicht gut. Hat sie jetzt unsere Gruppe verlassen? Die Frage ist, können wir später auch noch in den Keller? Fragen über Fragen. Ich muss das mal ganz kurz checken, ob sie uns jetzt wirklich verlassen hat. Ja, okay. Wir müssen mal weiter vorne laden. Ja, gut. Hilft nichts. Wir müssen hier wieder laden mit der Katze. Das wollen wir ja nicht. Auf gar keinen Fall, dass sie alleine zu Catrick geht, weil ich habe das Gefühl, dann stirbt sie auf jeden Fall. Das wollen wir nicht. So, gut, dann quatschen wir noch mal ganz kurz mit der Katze. Trinken wir mal ganz kurz. Very well. These are the stalking grounds of Steve. Fortunately for you. Okay. The slithering vermin I hunt is my attention. Ja, it is at Fluffers, they call me. Idiots. Mordet jeden, den ihr findet. I intend. I braved lapping waters and leaking sh. But this one. Okay. This one I toy with. Viel Glück bei der Jagd. Luck is not needed. Okay, alles klar. Can't slow down.
Gut, dann lass uns mal hier rüber gehen. Und wir gehen aber trotzdem mal ganz kurz darüber. Und dann gehen wir hoch. Also in den Keller gehen wir leider nicht. Gehen wir mal ganz kurz zu der Truhe hier. Dann gehen wir hoch. Okay. Let's go. Schauen hier nochmal rein. Ja, ich bin wirklich interessiert, was hier allerdings abgeht. Da müssen wir auf jeden Fall noch reinschauen, dann in den Keller. Wie geht's denn jetzt überhaupt genau weiter? Knolle rekrutieren. Okay, nehmen wir mit. Irgendwelche Orks. Eine von... Was? Die Heine sind vom Tisch. Invasionspläne Baldur's Tor. Wer schläft denn hier? Moment, das muss ich erstmal alles lesen. Invasionspläne. Karte von Baldur's Tor, auf der die Oberstadt, die Unterstadt und die Vorstadt bis hinaus nach Wirmbrück zu sehen sind. Außerdem der graue Hafen und der nähere Verlauf des Chinotar. Okay, was haben wir hier? Dem Schreiber. Yanthus von General Catrick diktiert. Druiden sind aufdringlich und streitsüchtig. Ich habe schon so manches mit ihnen erlebt. Was mir eine Warnung sein wird, sie sind nicht zu unterschätzen. Sie werden den Aufstieg der Absoluten in ihrer Nähe gewiss nicht gutheißen und können zu einem ernsthaften Hindernis werden, wenn wir sie nicht vorher aus dem Spiel nehmen. Ich spreche hier zunächst vom Smaragdhain und dem Mantelwald-Zirkel. Wir werden sie ohne den Einsatz beträchtlicher Kräfte nicht besiegen können, aber sie können vielleicht von innen heraus neutralisiert werden. Druiden erachten das Gleichgewicht der Naturkräfte, nicht Grinsen Yanthus, für wichtiger als das Wohlergehen der Menschheit. Und in extremer Form verkörpert dies die Fraktion, die als Schattendruiden bekannt ist. Sie verfechten die vollständige Trennung der Zirkel von dem, was sie als die Übel der Zivilisation betrachten. Wir müssen die Anführer der Schattendruiden finden, sie uns mit Geschenken gefügig machen und gleichzeitig mit Drohungen einschüchtern. Sie müssen erkennen, dass das Weiseste und Klügste für die Druidenzirkel ist, neutral zu bleiben. Wenn das Heer der Absoluten auf die verdorbenen Städte der Zivilisierten marschiert. Jüngeren Cerell wird einen geeigneten Agenten bestimmen, der mit dem Anführer der Schattendruiden verhandeln wird. Das Ziel ist, sie alle mit Larven zu infizieren. Oha. So, die Verstümmelung von Agenten Moos, wahre Seele 26, durch Fürst Herats Wachen bei der Festung Ringfork ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass unsere Strategie, die Orks der Trielta-Hügel als Verbündete zu gewinnen, überdacht werden muss. Einen Boten zu schicken wurde als ein Zeichen der Schwäche gedeutet, daher sollten wir bei unserem nächsten Versuch eher Dominanz ausstrahlen. Die wahre Seele unter uns, die am besten die orkischen Bräuche versteht, ist zweifelsohne Herr Jax von Skornubel. Er soll in Begleitung von zwei Ogern gehen, um Fürst Herat persönlich herauszufordern und die Verstümmelung von Moos als Grund dafür nennen. Jax wird Herat besiegen und ihn dann zwingen, der Absoluten die Treue zu schwören. Und im Gegenzug wird Herat bei der Unterwerfung der anderen beiden Trielta-Stämme unterstützen. Informiert Herrn Jax, sobald er aus dem... Was? Ach so, Schafzahnwald zurückkehrt. Jüngeren Cerell im Namen von General Catherick. Okay. Okay, das Buch lesen wir mal jetzt nicht. Interessant, interessant. Dann hoch. Ich glaube, hier haben wir mal so eine Schar-Figur in komplett. Huch, Alter, manchmal ist die Kamera, ne? Hauptstockwerk. Okay, hier wird es jetzt wahrscheinlich gleich mal ein bisschen spannend. Oh. Ah, fuck, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Wir hätten warten sollen. Over there. Egal, wir gehen ran hier.
So, gib ihm. Nochmal bitte. Let's spill some blood. So, du kommst mal hier ran. Keep guessing. Time for a new approach. Gib ihm. Naja, fast. Stay focused. Have to keep going. Kannst du ihn töten? Das wäre nice. Nice. Down. So. Aua! Holy shit! Soll ich mal ein bisschen beruhigen? Was ist das denn hier? Skeletthülle? Jahira? Oakfather, ease my way. Ja, sie kann eh nicht viel machen. Ein bisschen ran da. Was ist das denn hier eigentlich für eine Scheiße? So, let's go. Ah ja, das hast du jetzt davon. Wenn du dich mit uns anlegst. Nice. Sie gibt richtig. Gib ihr. Nice. Können wir das Ding mal irgendwie kaputt machen? Perfekt. Ja, ja, ja. Und tschüss. Oh, schade, fast. Aua. Ach, du mit deinem Ding da. Du kommst hier nicht weg, Kollegin Schnürschuh. Hornenpeitsche. Kannst du das Ding kaputt machen? Passt. Time to press ahead. Gib mir doch mal so eine kleine Eispeitsche hier. Nice. Got a long road ahead. So, an Kardach. So, ich hoffe, sie hat guten Loot. Ja, hallo. Naja, besser als nichts, ne? So, was geht eigentlich auf der Karte ab? Hier haben wir überall 1000 Zeichen. Achso, das sind die ganzen alten Quests, okay. Was haben wir denn hier? Schriftrolle mit Toten sprechen, ja, die nehmen wir. Um der absoluten Aids-Kohle. Hab ich schon mal Aids-Kohle gefunden? Kann ich gar nicht erinnern. Nehmen sie mal mit. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Wir sind jetzt gerade hier. Wir könnten... wir müssen durch die Tür, oder? Würde ich sagen. Jetzt hier die Tür. Können wir noch irgendwo anders lang? Ja, wir können hier noch überall rein. Okay, das ist abgeschlossen. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja, hier sind wir gekommen. Okay, also wir können... ja, uns mal probieren. Careful. I'm bite. Einmal die Schlossknacken. Ja, 15, sollten wir hinkriegen. Nice. Was ist hier nebenan eigentlich? Oh, noch irgendwas, okay. Alright. What now? At the ready. Okay, hier wird gespeichert. Hier kann man von oben runter gucken. Okay. Hier ist überall alles zugesperrt. Dann lass uns erstmal ganz kurz hier rüber gehen. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Ein kleines Geschenk. Invasionspläne. Wir nehmen mal das kleine Geschenk. Und kein Wort von Balthasar. Das haben wir aber auch schon gefunden, glaube ich.
Genau, Baldur's hat keine einzige Nachricht geschickt. Die Nachricht kennen wir schon. Markus, ich muss nur nicht erklären, wie selten diese Anhängsel sind. Und ich vertraue darauf, dass ihr sie gut nutzen werdet. Dies ist die perfekte Gelegenheit für euch, es dem General recht zu machen. Vergeudet sie nicht. Seit der Ernte hat sich der Zugang zu dem widerspenstigen Spender als schwierig erwiesen. Aber bei passender Gelegenheit werde ich euren Dank weitergeben. Okay. Ich speichere hier mal ganz kurz. Schreiben Catherix. Invasionspläne kennen wir eigentlich schon. Egal. Hier geht's raus. Oh, hier ist noch ein Ogre. Verdammt. Das kriegt mal Schattenherz. Das geht mal ans Lager. Auch ans Lager. Den Rest lassen wir, glaube ich, hier. Starion. Ja, beruhigt euch. Ans Lager. Ans Lager. Das Geld nehme ich mal mit. Das geht an Starion. Das geht auch ins Lager. Lass mal den Rest hier. Gut, dann hierhin einmal bitte zurück. Einmal speichern. Und dann versuchen wir mal das Türchen hier aufzumachen. What now? With pleasure. Nice, 15 kriegen wir hin. Sehr gut. Dank 8 Millionen Boni. Wish to live in more interesting times. Okay. What the fuck is here going on? Ja, alles voll mit Leichen. Und Laterne. Balthasar. Notizen. Ein Herz. Menschlicher. That's curious. Aha. In der Tat. Oh, wow, 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 wow. Was geht denn jetzt hier ab? Ja gut, das sollte kein Problem sein, würde ich sagen. Die werden wir wohl platt machen. So. Okay, nochmal. Nee. Also rein wollen wir nicht machen. Einmal bitte von hinten. Nice. Hat ihn fast komplett zerstückelt, dann können wir noch mal so einen machen, ist er auch. Perfekt. So, du bist immer noch eine mit. Nice. So, aber lass mich mal ganz kurz schauen. Wir gehen erstmal ganz kurz zu der schweren Truhe. Goblins. Was? Maglubiets Schachzug? What? Nehmen wir mal mit. Gucken mal, was hier los ist. Nicht viel. Hier können wir auch durchschauen. Interessant. Ja, speichern mal ganz kurz. Wir schauen mal hier durch. I spy with my little eye. Nothing of note, really. Okay. Dann Moment, Astarion. How delicious. Mal bitte Schloss knacken. 14. Können wir auch hin, denke ich. Nice. So, was haben wir denn hier Schönes? Umhang der Ableitung. Tödliche Ableitung. Wenn du einen Gegner vergiftest, heilst du dich selbst um 1 W4 Trefferpunkte. Ja, gut. Schicken wir mal ein Lager. Light on my feet. Achtung, Akolyten. Das nehmen wir mal mit, das Buch. Wir lesen eh gleich nochmal die ganzen Notizen hier. Ich frage mich auch, was es mit diesem ganzen Herzen hier auf sich hat. Vorstehendes Buch. Oha! Holy shit! Gegenstand einsetzen.
Wir müssen vielleicht mal die Notizen gleich noch lesen. Was ist denn hier alles? Holy shit. Da sind auch einige interessante Zutaten hier am Start. Hebel. Yay. Versenktes Gebetsbuch. Okay. Was ist denn jetzt los? Warum kriegt ihr Damage? Lass uns mal ganz kurz die ganzen Notizen hier lesen. Also, was haben wir denn hier? Schreiben Calyrics. Gortash, der Tonfall des letzten Briefs war unangemessen. Ihr mögt dem Herrn der Tyrannei folgen, aber ich bin weder ihm noch euch Rechenschaft schuldig. Die Auserwählten tragen keine Schuld daran, dass das Artefakt verloren ging. Es kam zu unvorhersehbaren Ereignissen, wie immer. Ich honoriere eure meisterhaften Strategien und euren brillanten Verstand, aber euch fehlt die nötige Erfahrung, die zu Geduld und Gelassenheit führt. Wir werden das Artefakt finden, die Pläne unserer Feinde durchkreuzen, wir werden triumphieren. Und nun zeigt uns, dass ihr ebenso zuverlässig wie brillant seid. General Catherick Thorm. Okay. Schachzug. Goblin-Truppen sind zwar rau und ein bisschen dümmlich, aber trotzdem wertvoll, da sie sich gut anpassen und verschiedenste militärische Rollen übernehmen können. Sie sind ausgezeichnete Bogenschützen und eignen sich als Speer auf dem Rücken von Worgen. Das sind, glaube ich, diese... haben wir ganz am Anfang mal gesehen. Da sind nämlich auch ein paar drauf geritten. Wenn sie gut ausgebildet werden, können sie mit Halbpiken auch als disziplinierte Phalanx dienen. Und selbst diejenigen von ihnen, die es einfach nicht hinbekommen, im Gleichschritt zu marschieren, können immer noch als Katapultfutter herhalten. Der Schlüssel beim Rekrutieren eines Goblinstamms ist ihr tiefer Respekt vor ihren Priestern, die ihre Mitglieder bei der Anbetung des alles erobernden Maglubiet anleiten, oder auch wie man das ausspricht. Daher sollten die Hohepriester der sieben Stämme der südwestlichen Schwertküste zu einem großen Rat eingeladen werden, bei dem sie bestens verpflegt und mit krügeweise Schnaps versorgt werden, der mit einem milden Lähmungsmittel versetzt ist. Die Priester werden mit neuen Gästen in ihrem Schädel erwachen und an den fügsamen Glauben an einen neuen und größeren Gott als Maglubiet herangeführt, die Absolute. Und vertraut mir, welcher Weg die Priester auch gehen. Ihre Krieger werden folgen. Berater Balthasar. Interessant. Akloiden ist der Zutritt zu meinen Gemächern nur zur Abholung von Mondlaternen gestattet. Niemand macht sich an meine Bibliothek zu schaffen. Die Absolute erfreut sich an euren Lerneifer, meine Bücherregale gegen nicht. Anfrage zur Ausleihe sind im Voraus an mich zu richten und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Solltet ihr Informationen über Gifte suchen, denkt nicht einmal daran, eines meiner Bücher zu diesem Thema zu lesen. Sie neigen dazu, größeres Wissen zu vermitteln als das bloß geschriebene Wort. Denkt dran. Ihr könnt der Absoluten besser mit einem schlagenden Herz als einem vergifteten Verstand dienen. Wenn ihr euch aber für den Tod entscheidet, werde ich dafür sorgen, dass ihr weiterhin dient. Okay. Bestellung für nächste Karawane. Werke von Mordenkainen. Muss mich auf den neuesten Stand bringen. Kein Volo, besser ein Jahrhundert des Unwissens. Dünnes Pergament. Erhält Tinte wie sonst nichts. Von einem Akolyten nehmen. Neue Ausgabe von Schneller und plötzlicher Tod für Bibliothek. Derzeitiges Exemplar stark verbrannt. Okay. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier rein? No traps, please. Wangenbuch. Ein Spangenbuch. Der Bericht über die Arbeit an Balthasars Nekromantin, Kressa Knochentochter, dem Datum nach von vor 2 Zehntagen.
Angesichts des Zustands der Gefallenen hätte ich nie erwartet, dass Cressa noch in der Lage wäre, ihn zu retten. Ich hatte gehofft, das geschlagene Ding würde sterben. Das wäre auch sein Wunsch gewesen. Es ist ja nicht so, als ob Cressas Studien viel beweisen würden. Das Ding wurde beim Angriff schlimmer beschädigt, als die Larve hätte anrichten können. Aber sie scheint an dem abscheulichen Wesen zu hängen, also soll sie damit spielen. Ein weiterer Eintag, einen 10 Tag später. Ich hätte Cressa nicht erlauben dürfen, ihr Haustürchen zu behalten. Seit es auf einer der Nautiloiden verfrachtet wurde, ist sie untröstlich. Es wird dort draußen nicht überleben. Es braucht mich. Es ist nicht wie die anderen. Das wilde Ding wird einen guten Krieger für die Absolute abgeben und meine besten Assistentin ist abgelenkt, weil sie sich nicht vergessen kann. Pah, sie wird mir schon bald wieder gefügig sein. Okay. Gravierte Gesianki-Scheibe, oh. Na gut, die können wir eh nicht lesen. Ich würde gern noch mal... Ja, beruhige dich, mein Freund. Hier ist ja auch noch ein bevorstehendes Buch. Aha. Interessant. Das war vielleicht nicht so clever jetzt. Können wir hier irgendwas einfügen? Vielleicht das Ding. Oh Gott, jetzt kriegen die hier alle Damage. Kombination nicht möglich. Vielleicht ein Herz? Ah, perfekt. Was haben wir denn hier Schönes jetzt? Opulente Truhe. Kelch mit roten Larven. Und erstmal die Truhe. Ach. Einmal bitte Schloss klacken. 14 kriegen wir auf jeden Fall hin. Ach, come on. Ja, kritischer Fehlschlag. Bitte nochmal. Nice. Wir müssen auf jeden Fall auch gleich heilen. Rostiger Hut. Interessant. Nehmen wir mit. Forschungsnotizen. Ich habe einige Materialien von unter dem Turm umgeleitet. Ich wollte die nötigen Kräfte ausschließlich aus dem Mausoleum nehmen, aber der General möchte nicht, dass seine Familiengruft in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht bleibt mir aber ohnehin keine Wahl. Der Tempel wird das Nachtlied nicht einfach so aufgeben. Und die Unverwundbarkeit des Generals selbst hängt davon ab. Ich bin sicher, es wird einen kleinen Vorstoß verzeihen, wenn dafür die Armee die Freiheit hat, endlich auf Baldus Tor, Entschuldigung, zuzumarschieren. Zu marschieren, allgemein, nicht zuzumarschieren. Wie viele kaputte Mondlatern gibt es denn hier bitte? The Necromancer was experimenting on the tadpoles. Auch eine tote Pixie. Ich frag mich, was wir mit denen machen können. But they were already imbued with Nethery's magic. So where did that magic come from? Ritualkreis. Crafting of moon lanterns. Interessant. Schale voller Blut. A goblet filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Ich hab a ritual circle. Looks like it was used in the crafting of moon lanterns.
A ritual circle. Looks like it was used in the crafting of moon lanterns. Na gut. Irgendwie kann ich hier nichts machen. So, ups. Jetzt habe ich das gepinnt, ne? Kann ich das aufheben? Ja, kann ich. Don't mind if I do. A seat that has seen many occupants, none of their own volition, and none in comfort. Hallo, hallo. Wo wollten die jetzt bitte hin? So, lass uns mal hier rausgehen. Wir speichern mal ganz kurz. Astarion, wärst du bitte nochmal so freundlich? 30, ach come on. Das wird doch wieder nichts. Ja, komm, komm, komm. Oh fuck, schade. Karlach, wärst du so freundlich und... Könntest mal diese Tür angreifen. Metalltür. Auch das noch. Hier ist auf jeden Fall irgendwas hinter. Ich würde tatsächlich echt gerne hier reinkommen. Let's move. Wird doch gar keine Lebensanzeige, ne? Keep a blade close. A crooked touch. Nice. Nice, nice, nice. Speichern. Not as bad as it could have. Let's see what this does. Moving ahead. Ja, gut. Hier ist ja einiges los. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Okay. Dann kommt mal bitte alle hier rum. Aha. Ältesten Gehirnbeherrschung. Okay, das nehmen wir mit. Opulente Truhe. Stadion. Einmal Schlossbecken bitte. 14, werden wir aber hinkriegen. Nice. Never a dull moment. Elemente absorbieren. Absorbiere einmal pro kurzer Rast Elementarschaden. Beim nächsten Elementarangriff auf dich erleidest du den halben Schaden. Okay, nice. Mit einem Brief. Für die Lesefolge heute. Ältesten. Gehirnbeherrschung. Vertraulich. Dem Schreiber Jantus von General Catherick diktiert. Der Plan des jungen Gortash, das war glaube ich dieses eine Wesen, was wir getötet haben, dieser, keine Ahnung, der war auf jeden Fall glaube ich unten im Kampf eben dabei. War das ein, was war das, das für eine Spezies? Ja, kein Gnoll, sondern irgendwie sowas anderes. Egal. Ein ältesten Gehirn der Illithiden zu versklaven und unter der Kontrolle der Krone des Karsus zu unserer Marionette zu machen, läuft beinahe reibungslos. Wenn man von der kleinen Verzögerung absieht, während der unsere Ballistenfreunde ihren Führungskonflikt ausfechten mussten. Die Schwachstelle muss eindeutig das Teilen der Nessersteine sein. Es war notwendig, um meinen Einsatz und den des Mörderkults zu sichern. Aber am Ende wird dadurch unsere zerbrechliche Allianz zersplittern. Alle drei Nessersteine müssen von einem einzigen Anführer, vorzugsweise mir, kontrolliert werden. Aber erst, wenn alle Beteiligten ihren wesentlichen Beitrag geleistet haben. Gortash fürchtet, dass sich das Gehirn, das wir die Absolute nennen, und durch die dunkle Energien der Krone in etwas Neues verwandeln wird, das weitaus schwerer zu kontrollieren ist. Wenn er recht hat, ist es wichtig, die Macht der Nessersteine in einem einzelnen Träger zu vereinen. Umso mehr, da Envar Gortash gewiss zum selben Schluss gekommen ist. Okay. Sand. Brief.
Mein liebster Gemahl, ich weiß, dass meine Zeit sich dem Ende zuneigt. Ich will euch nicht verlassen, ich will unser kleines Mädchen nicht verlassen, doch ich schreibe nicht, um unser Schicksal zu beklagen. Es ist das unsere und niemandens sonst. Die Stadt des Urteils ist finster, doch ich weiß, selbst dort wird mich das Licht der Herren finden. Ich werde ihre strahlenden Türme sehen und durch die silbernen Gärten wandeln, von denen wir beide geträumt haben. Meine Belohnung erwartet mich, doch ihr habt noch eine große Aufgabe zu bewältigen, mein Liebster. Selunes Licht scheint hell in unserer kleinen, doch sie wird jemanden brauchen, damit sie auf dem rechten Weg bleibt. Ich habe keine Zweifel, dass sie dich auf deinem hält. Es ist derselbe Weg, den unsere Herren, und eines Tages, da bin ich sicher, wird euch zurück zu mir führen. Aber nicht allzu bald, so hoffe ich. Ich werde nicht Lebewohl sagen, wir werden uns nicht verlieren, uns nur eine Weile lang nicht mehr sehen. Wie sehr ich euch liebe, auf immer Melodia. Sounds like she loved him very much. Sieht ganz danach aus. Might be useful. Nicht abgeschickter Brief. Rank. On my way. Tagebuch des Jüngers. Yay. Na gut, schauen wir uns nochmal das Tagebuch an. Und den nicht abgeschickten Brief. Balthasar, danke, dass ihr mir zurückgebracht habt, was mein war und zweifellos wieder mein sein wird, sobald der Krieg gewonnen ist. Danach ist unsere Aufgabe abgeschlossen. Es wartet dann ein anderes Leben, ein besseres Leben. Okay. Tagebuch. Der Großteil des Textes ist mit der Zeit erodiert. Doch das, was noch davon übrig ist, scheint eine Art rituelle Beschwörungsformel zu sein. Deine weißen Rippen, die Säulen. Dein bleicher Schädel, der Dom. Nimm an des Apostels Form. Kathedrale aus heiligem Gebein. Deine weißen Rippen, die Säulen. Okay. Religion fehlgeschlagen. Nimm du das doch mal. I wonder what the next move is. Doesn't seem related to Shah or Saluna. What's Catherick been up to? Okay. Gut, wir brauchen Astarion hier nochmal an der Stelle. Schloss knacken. Warum sieht die Tür eigentlich so komisch aus? Schade. Müssen wir wohl nochmal probieren. Bitte, let's go. Nice. So, einmal öffnen. These boots have seen everything. Oh shit. Ja gut. We do what we must. This is gonna feel good. Under their noses. Das wird die Kur, aber definitiv nicht überleben, denke ich. Was? Nicht erreichbar. Kannst du sie bitte looten? Danke. Das schickt mir mal ein Schattenherz. Flüchtiger Brief. Gut. Maybe I need more pockets. Herbstkrokus. Ah, einiges. Da ist noch eine Tafel. Okay, da kommen wir hier raus. Hier geht nicht viel. Schauen wir nochmal auf die Tafel. Melodia Thorn,
loving mother, beloved wife. Hm. Her light will never be forgotten. Okay. Ja, wird die... Oh, Wächterschlüssel benutzt. Super, hätte ich das ganze Welt schon benutzen können. Ich Idiot. Aha. Naja, danke. Dass wir alles umsonst hier benutzt haben. Super. Ich hätte nicht ein einziges beschissenes Schloss knacken brauchen. Na gut. Wie dem auch sei. So, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich bin irritiert. Da oben irgendwo. Ach ja, hier geht es hoch, ne? Okay, hier werden wir auf jeden Fall nochmal speichern. Wir werden noch mal ein bisschen heilen. Einiges. So. Speichern nochmal. Und gehen wir hier hoch. Ich glaube, hier erwartet uns nämlich... Ja. What have you done? What have you done to me? Melodia hat... Oh, das klingt ganz gut. Melodia hat sich mehr für euch gewünscht. Catherine, hört auf. Dann gibt es vielleicht noch eine Erlösung. Perfekt, Alter, dass wir einen kritischen Fehlschlag machen. Na klar, warum auch nicht? You attempt to intrude upon my heart. To destroy me from within? No, true soul. You forget yourself. Meinst du? Bow before me. Before the absolute. Nicht so gut, Herr General. The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. Nope. And if you will not bow, you will break. Ich glaube, der Einzige, der hier breakt, bist du. Mein Freund. You. How good it is to see you again, Ketherick. At last, you found a godmaster that suits you, it seems. Aelin, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name? After your crimes, innumerable, you would evoke her before me! Enough! This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Tja, wir wollten versuchen, ihn ne? Überreden. Ging aber nicht. Ich habe so das Gefühl, es könnte relativ wichtig werden. Okay, er hat gar nicht so viel Leben, ne? Wenn wir mal direkt hier rangehen an den kleinen Schlingel. Aber wir gehen mal direkt ran. Schauen wir mal, was passiert. Well, well. Look what we have here. Ich habe aber das Gefühl, so ein kleiner Angriff, da kommt noch irgendwas. Da kann ich so schnell down gehen. Never ever. Irgendwas passiert da noch. Mit ihm. This way. Leave no trace. Ich
Ach so, das war ja gar nicht. Da oben ist Keswick. Upsi, leicht verguckt. Talk to me. Ja. Dann lass uns mal hier hingehen. Okay. Die Frage der Fragen. Gehen wir wieder auf Blitze? Glaub schon, ne? Oh, was ist das denn hier eigentlich? Knappe. Ein kleines Hündchen. Dann gehen wir auf jeden Fall auf Blitze. Let's go. Boah, er hat ihm jetzt aber nicht allzu viel Damage gemacht. Ja, wir gehen mal hier hoch. Ist ja vielleicht ganz nice hier oben. Onward. So, dann. Tiergestalt, ja, let's go. Warte mal, wir machen mal den Panther. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, ich bin gespannt, was er drauf hat. Okay, er kommt runtergesprungen. Okay. Okay, verängstigt. Tödliche Befehle. Oh, 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 oh. Das klingt nicht gut. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gucken, wen sie jetzt angreift. Na gut, Gift bringt nicht so viel gegen die Untoten. Hauptsache, sie gehen alle auf Karlach. Okay. Gib ihm. Gib ihm. Time to kill. So. Kann er sich jetzt eigentlich nicht bewegen? Was ist mit ihm? Er ist verängstigt. Schade. Dann machen wir doch mal Folgendes. Werft es mal da ein. Naja, habe ich mir jetzt besser vorgestellt, aber egal. Passt schon. Karlach. Okay. So, Blitzi, Blitzi, Blitzi. Oh, wir könnten auch. Das lohnt sich fast gar nicht. Naja, wir machen einfach mal. And I thought we were going to be friends. Wer denn hat er denn eigentlich? Hallo? Können wir mal angreifen? Und das Sprung. Hallo, warum kann ich ihn nicht angreifen?
Auch verängstigt? Und rot? Nö. Geh doch. Ach, come on. Holy shit. Holy shit. Focus your attack, soldiers. Ja, gut. Ich glaube, wir konzentrieren uns mal auf ihn jetzt hier. So, pass auf jetzt. Schluss mit lustig. Fliegen wir dahin, dann können wir in die nächste Runde aufhelfen. Hallo? Warum hat das nicht geklappt? Doch, hat geklappt. Ja, das kann ich dir sagen. Hilfe des Schutzes. Nee, wir gehen mit dem Hüter des Glaubens hier rein. Grüß dich. Ich bin's. Wollen wir ihm mal hochhelfen? Wir machen mal einen Angriffssprung, glaube ich, oder? 20% ist jetzt nicht so berauschend. Wir machen einen Angriffssprung auf ihn. Nice. Ist er down? Aua. Ich glaube, Odin ist gleich tot, weil er wird jetzt nochmal zuschlagen. Yep. So, wir sollten ihn mal fokussen. Okay, alles klar. Juckt ihn gar nicht. Juckt ihn auch überhaupt nicht. So, du wirfst jetzt erstmal einen fetten Trank. Danke. Dann hast du eine fette Heilung, die gar nicht so fett ist, aber immerhin. Ah, ne, warte mal. Okay. So, Karlach, du musst was trinken. Stapel teilen, bitte. Damit wir überhaupt eine Chance haben. Gehen mal ein bisschen weg von ihm. Beziehungsweise hier so hin. So, und auch mit ihm. Gehen wir mal ein bisschen weg. So, okay. Orders, Orders, Orders. Ja, wir haben keine Orders. Wir machen mal weg den ganzen Spaß. Warum machst du das? Achso, das war ein Kettwig selbst. Ich dachte gerade, das war die Dings. Ja, okay, okay, okay. Gib ihm.
My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Okay. You will fall as sure as she. This has only begun. Oh, what the fuck? Wo ist jetzt bitte er hin? Got it. Oh, for some fun. Can't give up. Not now. On I go. Höchst interessant. Still alive. So that's progress. Well, no choice but to follow. Better make camp soon. Might be a while before there's another chance to rest. Ja. Wo sind die beiden jetzt, stelle ich mir die Frage. Ich nehme an, wir werden das herausfinden müssen. Wir nehmen erstmal hier alles mit an Loot. What's hiding here? Auf zu Schattenherz, Knochenschlüssel. Time to press ahead. Okay. Schwere Truhe. Gucken wir mal hier ein bisschen hin. Der ist auf jeden Fall leer. Naja, schauen wir mal in die Truhe rein. Und dann schauen wir mal, wie wir herausbekommen, wo der gute Typ hin ist. Ermahnung des Auferstandenen. Was? Ghoulhand. Ghoul, okay. Gut. Ich würde sagen, alles Weitere sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.